Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu unserem ersten U-Talk, dem Unternehmer-Talk. Und ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute habe ich meinen ersten Gast, worüber ich mich sehr freue. Carsten Linnemann ist heute bei uns. Ich möchte vermeiden, dass wir wieder wie früher bei Holzmann nur auf die Großen schauen, weil die viele Mitarbeiter haben. Aber ich sage mal, unser Asset ist der Mittelstand. Das hat nichts gegen die Großen, aber wir haben 1500 Hidden Champions bezogen auf unsere Bevölkerung. Und das ist kein Land auf diesem Globus. Und wenn wir die nicht mehr haben, dann gnade uns Gott. Und deswegen ist es im Moment noch alles einfach, weil Geld verteilt wird. Aber dann, wenn wir genau schauen müssen, wo muss es jetzt hin und wo nicht, das wird im Juni, Juli passieren. Da, glaube ich, müssen wir hellwach sein. Also erstmal müssen wir aufpassen, Reichensteuer, oder die Frau Esken fordert ja auch eine Vermögensteuer. Wenn Deutschland eine Vermögensteuer einführt, also der Mittelstand, der das jetzt schafft, da muss man den Hut vorziehen. Und dann müssen wir alles tun, damit die Freiräume bekommen, damit der Staat sich zurückzieht, keine Reglementierung, keine Bürokratie, damit die Vollgas geben können. Und wenn dann der deutsche Staat kommt mit einer Vermögensteuer, dann trifft er genau die über 80% Personengesellschaften mit voller Wucht, die gerade wieder aufstehen, drückt er sie wieder runter. Geht gar nicht. Im Baubereich, glaube ich, in deinem Bereich haben wir seit 1990 15.000 bis 20.000 neue Vorschriften. Das muss alles weg. Also da müssen wir richtig mutig sein, damit wir einen richtigen Aufschwung bekommen. Aber am Ende des Tages, glaube ich, müssen sich alle beteiligen. Aber nicht in Form einer Vermögensteuer oder Reichensteuer oder wie auch immer. Muss man gucken, wie. Aber ich finde, vom Fußballer über einen Kirchenvertreter bis zum Politiker als Signal des Zusammenhalts, glaube ich, halte ich trotzdem für wichtig. Da können wir gerne auch hart drüber diskutieren, aber ich glaube, dieses Signal braucht die Gesellschaft. Super, ich danke auch. Alles Gute. Dankeschön. Ciao, bis bald. Ciao.